Der Finanzausgleich steht. Das ist quasi die gute politische Nachricht der Woche. Damit ist ausverhandelt, was die Länder, was der Bund von unseren Steuergeldern bekommen und was damit bezahlt wird. Fixiert ist damit auch, wie die Zuschüsse für die 24-Stunden-Pflege aussehen. Doch das Fördermodell, das seit 1. Juli ja in Kraft ist, wird derzeit kaum genützt. Noch gilt ja die Amnestie. Deswegen arbeiten noch immer die meisten Pfleger bei uns schwarz. Daran konnte auch die Medienkampagne des Sozialministers nichts ändern. Die hat zwar über 500.000 Euro gekostet, aber kaum jemand überzeugt und schon gar nicht den Betroffenen ihre Ängste genommen. Dagmar Wohlfahrt und Michael Klonfer. Hier mal auf. Hallo. Dani. Hallo. Schaust du mir nichts an heute? Ha. Anton Weber, gerade 60 Jahre alt geworden, kann sich nur mehr mittels Blickkontakt verständigen. Vor 3 Jahren erkrankte der Militärpolizist an einem Gehirntumor und musste 11 Operationen über sich ergehen lassen. Seit 1,5 Jahren wird Anton Weber zu Hause gepflegt und ist jetzt rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen. Ich bin alles ganz trocken. Ich kann ja nicht einmal einen Zentimeter bewegen. Ich kann ihn, wenn ich ihn versuchen würde, dann würde ihm Schmerzen bereiten und das will ich nicht und ich kann es auch nicht. Ich bin selber gesundheitlich nicht mehr ganz auf der Höhe durch die Anstrengung und es würde auf keinen Fall gehen. Also wenn ich keinen Pfleger habe, die 2 Wochen, wo ich eben alleine bin, da hilft mir meine Tochter in der Früh oder mein Sohn kommt und wenn es ganz hart wird, wenn mein Schwiegersohn frei hat, kommt er auch und es hilft mir immer jemand dabei dann. Also allein, ich könnte allein, es geht nicht. Jeweils 14 Tage im Monat pflegt Frau Weber ihren Mann. 14 Tage hilft ihr dabei ein slowakischer Pfleger, der pro Tag 45 Euro erhält. 1.700 Euro beträgt das Familieneinkommen. Zusätzlich erhält Herr Weber das Pflegegeld der Stufe 7. Trotzdem, länger als 2 Wochen kann sich die Familie dem Pfleger nicht leisten. Auch für 2 Wochen ist es sehr teuer. Also es ist aber angemessen der Preis für den Pfleger, also das möchte ich gleich sagen. Aber es kommt dazu die Fahrt. Es ist nicht nur der Pfleger zum Zahlen, tageweise, sondern auch es kommt die Fahrt, die Fahrtkosten her, die Fahrtkosten zurück dazu. Dann braucht man einfach, wenn ein Mensch mehr in der Wohnung ist, als er im Haushalt ist, man braucht mehr Strom, man braucht mehr Wasser, man braucht mehr Heizung, man braucht Lebensmittel, man kocht ja mehr, für eine Person mehr. Und das fällt auch ins Gewicht, also wenn man es dann auf die Monate aufrechnet. Und ich muss auch an die Agentur bezahlen, es ist ja nicht gratis, das Vermitteln, ich meine, das ist auch logisch, ne? Den slowakischen Pfleger hat die Familie über den Verein Europflege gefunden. Dieser Verein ist nur einer von vielen, die Pfleger und Betreuer aus den neuen EU-Nachbarländern nach Österreich vermitteln. Klaus Katzianka, guten Tag. Geschätzte 40.000 sollen in Österreich schon illegal beschäftigt sein. Herr Katzianka ist selbst auf Pflege rund um die Uhr angewiesen. Ja. Die von ihm vermittelten Pfleger sind großteils nicht angemeldet. Ich habe meinen Verein Eure Pflege ordnungsgemäß und legal angemeldet, aber es ist mir nicht möglich, die Pflegerinnen und Pfleger zurzeit anzumelden, denn ansonsten könnten wir nicht mehr 50 Euro pro Tag Taschengeld verlangen. Es würde sicherlich auf 80, 90 Euro pro Tag kommen und damit kommt es in die Situation, dass es für die Familien leider nicht mehr leistbar wird. Die Regierung sieht das anders. Bis zum 1. Jänner müssen illegale Pflegekräfte legalisiert werden. Als Selbstständige mit Gewerbeschein oder als Angestellte. Dafür gibt es Förderungen. Frau Weber zahlt dem slowakischen Pfleger für 14 Tage 630 Euro. Als Selbstständiger würde er laut einer Berechnung der Organisation Hilfswerk um 300 Euro mehr kosten. Laut zuständiger Sozialversicherung jedoch nur 140 Euro mehr. Dafür gäbe es eine Förderung von 112 Euro. Die legale Pflege, so wie Minister Bartenstein und ich das im Parlament beschließen haben lassen, diese legale Pflege kostet auf selbstständiger Basis um nicht ganz 300 Euro im Monat mehr als die illegale Pflege. Und von diesen 300 Euro Mehrkosten fördern wir unter den bestimmten Voraussetzungen 225 Euro im Monat. Also die wirklichen Mehrkosten sind 50, 60, vielleicht 70 Euro. Und an dem
wird doch die Legalisierung nicht scheitern. Dafür bekommt man Qualitätsstandards, dafür bekommt man ein gutes Gewissen und das sollte diese 50, 60 Euro wert sein. Ich kann es nicht machen, weil ich mir es finanziell, auch wenn ich einen Zuschuss kriegen würde, so viel Zuschuss gibt es nicht, was die Kosten für die Anmeldung wären. Ich kann nicht einmal 50 oder 100 Euro im Monat dazunehmen. Legale Pfleger. Laut Gesetz müssten sie Personenbetreuer heißen, dürfen weder Medikamente verabreichen, noch zum Beispiel Katheter setzen. Das heißt, Herr Weber bräuchte zusätzlich mindestens 3-mal pro Tag eine mobile Krankenschwester. Bis jetzt hält sich das Interesse an legaler Pflege noch in Grenzen. Der Minister glaubt trotzdem, dass 8.000 bis 10.000 Familien das Fördermodell in Anspruch nehmen werden. Wir haben insgesamt bei den Aktionen zur Information etwa 5.000 Anfragen gehabt. Konkrete Anträge haben wir derzeit noch knapp 100, deswegen so wenig, weil ja die Amnestieregelung bis Jahresende noch läuft und damit keine Motivation für die Betroffenen besteht, jetzt schon zu legalisieren. Aber diese Schätzung 8.000 bis 10.000 Förderfälle ist nach bestem Wissen und Gewissen vom Sozialminister, von den Sozialreferenten und auch von Bundeskanzler und Vizekanzler vorgenommen worden. Und ich denke, die wird halten. Die Betroffenen sind sehr verunsichert. Zwar werden schon seit Jahren unter dem Titel Qualitätssicherung Hausbesuche bei Pflegebeziehern durchgeführt, doch gerade jetzt fühlen sich die Familien kontrolliert und fürchten Anzeigen. Die Menschen fühlen sich zurzeit irrsinnig unter Druck gesetzt und sie wissen überhaupt nicht mehr, was passiert und wie es weitergeht. Da gibt es solche Kontrollinstanzen einer Qualitätskontrolle und im Endeffekt ist es so, dass die Behörden nichts anderes wollen, als sie wollen erheben, wer wird von wem wie versorgt. Und damit haben die Leute irrsinnig Angst. Mir steht das Wasser auf bis zum Hals, sag ich Ihnen. Ja, so ist es, aber es geht eben. Es muss irgendwie, geht es immer weiter, muss ich auch sagen. Und ich würde ihn nie in ein Heim geben, ich mache das nicht. Und wenn bei mir eine Kontrolle kommt und irgendwann im Jänner oder Februar oder wann auch immer, und man wird mich zu einer Strafe verdonnen, so wie es vorgesehen ist, mich müsste man einsperren, weil ich kann es ja sowieso nicht zahlen. Ganz einfach. Das sind Tatsachen einfach. Der Lieblingsmaus, gell? Ja. Die begleitet dich schon 1,5 Jahre.